Herzlich willkommen zu Splatoon 2 und wir spielen den Heldenmodus, den Story-Mode von Splatoon 2. Ich darf das Spiel schon am 7.7.2017 spielen, ich hätte es sogar schon gestern spielen können. Also Nintendo hat es mir früher gegeben, vielen, vielen lieben Dank dafür, Nintendo. Ihr seht dieses Video aber wahrscheinlich erst zu Release, ihr werdet vorher einen kleinen Zusammenschnitt davon gesehen haben, von dem Gameplay, das ihr hier seht. Aber das waren ja nur 5 Minuten und ich habe hier schon mein Inkling zusammengestellt. Hier in der Vollversion ist auch nichts von dem Splatfest zu sehen, was ihr schon gespielt haben werdet, wenn ihr dieses Video seht. Und wir spielen den Story Mode. Auf jeden Fall. Der Multiplayer kommt natürlich auch, aber wir spielen auch den Story Mode. Und ja, der ist da hinten. Die gute, kommt sie wieder raus? Kommt sie wieder raus? Nee, die Limone stand da ja. In einem etwas anderen Outfit. Und da gehen wir nochmal hinterher. Ich bin selber noch nicht reingegangen. Den Salmon Run werden wir auf jeden Fall auch spielen. Der wird hier gestartet. Und ja, alles Inklinge, die hier rumstehen, das sind, wir vermuten, also noch andere YouTuber, die die Version auch haben, dass das alles Nintendo-Mitarbeiter sind, die halt für Testzwecke den Server schon mal getestet haben. Und ja, die stehen halt hier alle rum. Und das ist ziemlich cool eigentlich. Und ja, wir gehen in den Story Mode, wie in Splatoon 1 auch. Und ich habe Splatoon schon ewig nicht mehr gespielt. Aber ich habe es jetzt auf Events sehr viel gespielt. Und also Events, den Salmon Run gespielt und so. Eigentlich dürfte ich nicht mehr so schlecht sein. Die Octarianer kommen. Ein tentakuläres Hallo. Da bist du ja. Schon als ich dich auf dem Platz gesehen habe, wusste ich, dass du auserwählt bist. Du bist jetzt wahrscheinlich voll von den Socken, die echte Limone vor dir zu haben. Beruhig dich, Autogramm gibt's später. Wer ich bin? Na, Limone, die bessere Hälfte der allseits beliebten Sea Sirens. Nie gehört. Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Aber was soll's. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ich habe was viel Dringenderes zu bereden. Ich brauchte etwas Hilfe. Hast du mitgekriegt, dass der Riesen-Elektrowelz weg ist? Die Energiequelle für den Inkopolis-Platz? Dahinter stecken die Octarianer. Wie ich das weiß, oberflächlich betrachtet sehe ich vielleicht nur wie ein unfassbar talentierter Popstar aus. Aber in Wahrheit bin ich Nummer 2 der neuen Aquamarine, einer Gemeinheit von Helden, die die Welt... Geheimeinheit von Helden, die die Welt vor den Octarianern rettet. Eine Gemeinheit vielleicht auch. Ich habe versucht, die Octarianer im Auge zu behalten, aber ich habe immer so viel zu tun. Wenn nur Aioli da wäre. Jedenfalls, du musst mir helfen, den riesen Elektrowelt zurückzuholen. Was sagst du? Hilfst du mir? Ich habe kein Nein gehört, also werte ich das mal als Zustimmung. Dann bist du ab sofort Nummer 4 der neuen Aquamarine. Als Bonus bekommst du einen brandneuen Heldenanzug. Passt ja perfekt. Gut siehst du aus. Nicht schlecht dafür, dass das nur mein alter Anzug ist. Dann kannst du ja losgehen. Geh mal ein paar Octarianer-Tentakel verknoten. Eins doch, du musst die Geheimzugänge zu den Versteckten der Octarianer erst einfärben, bevor du sie betreten kannst. Ja, Tentakel-Vorposten. Wenn du etwas Auffälliges siehst, probier einfach Tinte drauf zu klatschen. So, das ist Limone. Und meine Vermutung ist ja, Limone hat ja das Splatfest in Splatoon 1 gewonnen. Und Aioli ist jetzt mad. Und deswegen ist Aioli nicht da. Und wir werden Aioli auf jeden Fall wieder treffen. In diesem Teil. Auf jeden Fall. Okay, wir haben nicht... Was habe ich für eine Waffe? Die ist ganz schön langsam. Aber okay. Gut. Wir sind jetzt hier in der Homebase. Und hier gibt es Tinte. Ein Ballon. Okay, bringt das was, wenn ich da drauf schieße? Okay, die Reichweite ist auch noch nicht so... Damit muss ich echt erst üben. Dann da. Und dann da. Hier sind überall Ballons auf der Overworld. Das geht doch gar nicht. Was ist hier los? Also was hier... Was ist hier los? Was ist hier nur los? Komm, den treffe ich. Verdammt, okay, treffe ich nicht. Ich hoffe, das geht nicht auf Zeit. Habe ich so Glitzer in meiner Farbe? Oh nein. Nein! Das ist mies. Ich muss das... Okay. Nochmal. Okay. Was ist das hier? Okay, die teilen sich in 2, in 3, in 4 und... Oh mein Gott.
Ah, da kriegen wir schon mal ein paar Kugeln für. Okay. Ich muss jetzt echt mit der Bewegungssteuerung lernen, weil das ist hier im Splatoon 2 ein bisschen besser gelöst, weil wir hier nicht das fette Wii U Gamepad in der Hand halten. Ich sag's mal, wie es ist. Deswegen habe ich unter anderem nicht die Bewegungssteuerung benutzt damals, weil man hier halt mit dem Pro-Controller spielen kann. Und das viel angenehmer ist. So, jetzt gehen wir da hoch schnell. Ich habe so Glitzer in der Farbe, ne? Ach du großer Gott. Okay, warte. Ich bin noch gar nicht warm gespielt. Aber das ist ganz gut. Damit spiele ich mich warm. Oh. Oh. Willkommen im Octo Canyon, dem schönsten Ort der Welt. Vergessen Sie nicht, Souveniraufkleber mitzunehmen. Okay. War das... Ist das so eine Schriftrolle gewesen? Gibt sie hier auch? Alter, wie viele Ballons gibt's denn hier? Okay. Jetzt bin ich leider auf der Suche nach Ballons. Es tut mir leid. Holy shit, hält die viel aus. Okay, wir haben hier auf jeden Fall eine krasse Welt. Ach, guck mal, da unten geht's auch noch. Alter. Das wird einiges hier. Wir gehen mal in die erste Welt. Top. Octocopter im Abendrot. Okay. Ich weiß nicht, ob das Level 1 ist. Gehen wir einfach rein. Hallöchen. Ah, die Musik, ey. Splatoon hat einfach geniale Musik. Hier auf der Schleuderbahn, vertrau mir einfach. Okay, wir sind jetzt in einem Tutorial natürlich. Okay, cool. Hi. Springen mit B über Hindernisse. Das ist halt, in Splatoon 2 ist der B-Knopf ja der Sprungknopf. Das war ja in Splatoon 1X. Das ist ja hier andersrum. Ich werde einige Male die Karte aufrufen im Multiplayer. Ich kann euch das jetzt schon predikten und... Ich werde mich jetzt sehr sorgfältig umsehen, dass wir auch bloß die Schriftrollen finden, die es hier gibt. Und es gibt hier noch mehr Items, die wir finden müssen. Damit wir 100% machen. Und für 100% müssen wir auch noch mehr machen, als nur einmal durchspielen und alle Schriftrollen finden. Das, wir müssen mit 9 Waffen den Modus durchspielen. Wird super. Okay. Aua. So. Ich gehe schon wieder viel zu schnell durch. Weil Schriftrollen sind ja mal richtig mies. Was ist das? Ah, okay. Einfach so eine Packung Eier. Ich muss hier echt sorgfältig gucken. Wobei ich behaupten würde, dass im ersten Level die nicht so krass versteckt sind. Vielleicht doch, man weiß es nicht. Werden wir sehen. Okay. Oh, was ist das denn? Das ist ja eklig. Wirbelbürsten, halte ich von denen fern. Okay, mache ich. Mache ich Limone. Komme ich da hoch? Ah, die kommen so runter, okay. Okay, den machen wir erstmal kaputt hier. Ich gucke mich halt jetzt ganz viel um noch. Die Bürsten nerven mich jetzt schon. Okay. Oh, so ein Aktenkoffer, das war doch immer so eine Spezial... Genau, so ein Helm. Oh, warte mal, da hinten ist eine Kiste, da müssen wir hin. So. Oh. Komm ich da dran? Das ist so ein Anchovies. Das ist das andere Item, was wir kriegen können. Ah, verdammter Mist. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Kann ich das nicht von hier? Nee. Okay, keine Chance. Wir müssen von da hinten rüber. Das ist neben den Rollen noch ein Item, was wir finden können. Das würde ich jetzt vermuten, dass sie das sind. Also muss ich jetzt hier rüberspringen. Ja, okay. Da oben rechts sehen wir es. Das sind die Nebenschriftrollen. Auch noch ein Item, was wir finden müssen. Ich
bin noch ein bisschen langsam auf den Beinen. Es tut mir leid. Ich musste erstmal wieder klarkommen. Gehe ich denn jetzt noch einen besseren Helm? Ich glaube, in 1 gab es keinen besseren Helm. Ah, wir müssen da hoch. Oh, shit. Okay. Eigentlich ist es ja geil, wenn ich alles einfärben würde hier, ne? Oh! Okay. Yep. Okay, nice. Okay, warte mal. Da will ich noch nicht hin. Schon wieder ein Helm. Spiel denkt auch, ich werde hier von jedem Gegner getroffen, wa? So, Timing ist alles easy. So, was haben wir hier drin? Wieder Eier. Achso, Moment, wir haben ja auch... Granadas. Oh, das ist jetzt mies. Das ist mies. Okay, Moment. Okay. Ich habe jetzt nicht das gemacht, was sie gesagt hat, aber... Wie komme ich da dran? Ja. Ah, nein. Okay. Moment. So. Haben wir beides. Schriftrolle und Anchovies. Dann haben wir ja alles bekommen. Oh Gott. Alles klar. Alles klar. Das war gut. Wie viele Helme ich hier kriege. Gib mal schön die Kugeln. Was ist das? Ah, Spezialwaffe. Ah, das ist die neue. Die auch durch Wände schießen kann. Ist da jetzt noch einer im Leben? Nee, okay. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Da ist noch, sind noch Eier. Sehr gut. Brauchen wir ja für Upgrades und so. Wahrscheinlich wieder. Oh, shit. Ah, cool bleiben und genau wie die anderen abfrühstücken. Wo ist er hin? Ach, der ist runtergefallen. Ah. Ich dachte, der bleibt jetzt da oben. Beeindruckend. Das wäre beeindruckender gewesen, wenn der da oben geblieben wäre. So. Was ist, wenn ich... Warte mal. Hä? Eigentlich voll dumm. Okay. So, machen wir da noch Farbe hin. Dann gehen wir hier drüber. Dann gehen wir da drauf. Und darüber. Okay, cool. Timing. Oh nein. Timing ist mein Nemesis. Yeah. Hallo, Elektrowelz. So. Plus 10 Bonus, weil wir die Rüstung noch haben. Okay. Habe ich jetzt alles aus dem Level? Ich hoffe. Anscheinend. Es war anscheinend auch Level 3. Wir ziehen um. Das Kalmarsenal zieht demnächst um. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unseren neuen Räumlichkeiten. Kalmarsenal. Achso. Das war Level 3. Okay. Jetzt steht sie da. Kann man sich die immer wiederholen? Ach, cool. Kann ich mit dir reden? Octarianer und ihre schwebenden Plattformen. Ich finde die total seltsam. Im Moment ist es gerade voll in Mode, als Fischeiersammler zu jobben. Ich glaube, ich kann den Dekaturm von hier aus sehen. Ach so. Ach, da hinten. Cool. Okay. Da oben ist eine Kiste. Da gehen wir mal hoch. So, einmal hier die Kiste holen. Was haben wir da drin? Da ist da irgendwas drin, was... Ah. Okay. Da ist noch ein Level. Was ist das für ein Level? Level 1. Die Octarianer können es nicht lassen. Gehen wir mal Level 1. Wir sind ja jetzt schon Level 3 gewesen. Ich bin einfach ins erste Level gegangen, was ich gefunden habe. Kriegen wir hier natürlich erstmal Anfangstutorial. Die Musik, ey. Ach, sie ist cool.
So, warte mal. Ach so, die Eier kann ich auch mit Tinte holen. War das in 1 auch schon? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe den Story Mode in 1 nicht mehr so im Kopf. Den habe ich einmal durchgespielt und danach auch nicht mehr angefasst. Warum auch? Ist hier irgendwas versteckt? Ich kann da auch. Ah, ne, kann ich nicht. Da ist so eine Kante. Moment. Man soll von hier so springen. Was? Hallo? Soll ich so springen? Okay. Wenig Deckung. Kein Problem. Okay. Hat nicht so geklappt, wie ich dachte. Aber war okay. Juhu, ein Sprungfeld. Juhu. So, jetzt gucke ich aber erstmal nach Juhu, eine Schriftrolle oder so. Checkpoint. Machen wir einfach mal so. Multikill. Oh, shit. Da sind ja noch mehr. Oh. Ich hätte einfach, glaube ich, eine Bombe runterwerfen sollen. Egal. Ich springe jetzt nochmal runter. Kein Problem für mich. So. Die Ringe sehen immer so lecker aus, ne? Das macht die Panade, ich sag's euch. So. Sieh dich mit R um, sagt er. Sagt sie mir. Warum? Weil hier was ist. Hier, warte mal, wenig Tinte. Werfen wir mal eine Bombe hin. Achso, da war ein Ballon. Ich guck mich da trotzdem nochmal um hier. Ja, vielleicht ist hier noch was ich übersehen konnte. Von da komme ich. Da bin ich runtergesprungen. Da ist eine Kiste. Aber sonst. Sonst sehe ich hier nichts. Ich sehe schon, komm. Schießen mit Ballonfisch und lassen ihn platzen. Ja, das ist klar. Oh, ich habe ihn getroffen. So. Kein Problem. Was haben wir da? Guten Tag. Oh, shit, da sind ja Gegner drin. Und nicht wenige. Warum bist du so stabil? What the fuck? Ah, ein Schlüssel. Komm her. So. Das ist dafür. Wir wollen aber noch darüber. Ja, nice. Noch ein Ballonfisch. Jawohl. Okay. What? Okay. Ich traue mir zu, dass ich irgendwas übersehe gerade. Ich vertraue dem Spiel mal. Das ist Level 1. Ich traue dem Spiel mal. Rüstung. So. Holy shit, wie viele Schüsse da auf mich zukommen. Ah, nein, ich wurde getroffen. So. Ah, da oben ist bestimmt was. So. Ja, gut. Problem ist, es kann ja auch in einer unscheinbaren Kiste liegen. Aber dass das jetzt hier nicht auf den Säulen liegt, ist eigentlich untypisch. Ich weiß auch ganz genau, dass das in Splatoon 1 einmal der Fall war, dass die Rolle in so einer Kiste lag. Holy shit, diese Dinger bauen so lange. Okay. Lohnt sich dann aber auch.
So. Ah nein, guck doch darüber. Okay, dreh dich halt gar nicht um. Auch eine Maßnahme. Da ist eine Kugel. So langsam werde ich kritisch. Mir fehlt da noch so ein Anchovy. Und so ein... Nein! Ich weiß genau, wo sie war. Ich weiß genau, wo sie war. Wie komme ich da wieder zurück? Bitte, lass mich zurück. Oh nein. Lass mich zurück. Nein. Ah. Die ist 100 pro da oben drauf. Kacke. Neu starten. Sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. Das sehe ich nicht ein. So. Mann, das ist einfach schneller. Ich weiß ja, bis wohin ich laufen kann. Kein Problem. Mann, das ist jetzt im Quick-Mode. Die Eier will ich trotzdem einsammeln. So. Zack. Next. Wieso dreht er sich nicht um? Egal. Okay. Zu wenig Tinte. Kann ich das hier aufladen? Ja, okay. Nochmal aufladen. Haben wir jetzt alle? Dass man dann wieder da hoch muss. Weil die doof stehen und nicht mit einer Bombe weggehen. Aber ich hätte auch von oben schießen können, egal. Das ist extra das Gitter. Ich könnte da bestimmt drauf mit den Kisten. Kacke. Kann man auf die Kisten drauf? Warte mal. Wenn die einmal so angeschossen sind, kann ich mich dann als Tintenfisch da so... Nein, okay, das geht nicht. Guten Tag, ich bin der Neue. Ich will doch nur eine Tinte haben. Okay. Oh mein Gott. Au! So. Ah ne, ich komme hier eh hoch. Dann brauche ich da auch gar nicht hoch mit der Kiste. Kein Problem. So. So, einmal schießen hier. Zack, zack, zack. Dann gehen wir erst hier hin. Jawohl. Zack. So. Hier rüber. Geht direkt besser, wenn man weiß, was abgeht und nicht unbedingt suchen muss. Ah, ich bin in den Schuss gelaufen. Oh, das war dumm. Meine Rüstung. Als ob. Er schießt. Als ob. Okay, ich bin sogar gestorben. Sad World, ey. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass der noch schießt. Und nochmal. Ich wollte gerade fragen, ob es sich lohnt, die Gegner überhaupt abzuschießen. Aber ja, die geben mir Eier. Von daher, ja, es lohnt sich. Machen wir die mal einzeln. Ist, glaube ich, besser. Dann haben wir nicht so viele Gegner auf einmal. So, ey, komm. Jetzt da dran. Machen es auf und gehen weiter. So, da hinten ist die Kiste drauf. Das darf ich jetzt nicht vergessen. So, jetzt kriegen wir Rüstung. Kein Problem. So.
Huch, der hat ja ganz andere Schüsse. So. Zack, 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 zack. Keine Titte mehr. Oh mein Gott. Das Ding immer so lange hält. Alter! Die haben mich predicted. Die Gegner sind gar nicht mal so doof. Bin gar nicht hier oben. So. Ja, gerade so bin ich noch ganz. Limone. Gerade so. Aua! Checkpoint. So. Den machen wir ganz simpel. Den wir einfach mal verkacken. Aua! Hör doch mal auf. Sehr gut. So. Moment. Ich muss jetzt an der Wand hier hoch. So. Hallo. Ja, wenigstens etwas. So. Geht doch. Nein! Ach Mann. Ich will das nochmal machen. Wieso geht der Sprung nie? Vorsicht, fall nicht runter. Wieso musst du dann immer einen normalen Sprung machen? Das ist doch voll lame. Unten ist eine Kiste, ich sehe es genau. Ich finde es aber nett, dass hier keine Gegner kommen, sondern Ballons. Du magst keine Ballons, oder? Ich hasse sie! Achso. Au, achso. Ich komme da aber, glaube ich. Ich glaube, das geht. Ich versuch's jetzt. Ja, scheiße. Ach, Mann. Ich dachte, ich komme da trotzdem hoch. Was ist denn da drin? Ach, die Schriftrolle natürlich. Ah, das färbt sich. Okay, Glück gehabt. Okay. Ich dachte, ich muss jetzt hier perfekt runterfallen. Sehr gut. Warte mal. Komme ich jetzt wieder da hoch? Hier? Ach so, da. Okay. Welchen Weg gehen wir? Oh. So. Ich bleib immer wachsam. Ja, hab ich gemerkt gerade. Vor allem hast du einen Octarianer da in der Ecke. Das habe ich erwartet. Oh. Nice. Oh, der verliert den Schild dann. Ja, nice. Guck, wir haben beides in dem Level. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich durchwaschen. Letzter Checkpoint. Oh, die Waffe. Oh, die Spezialwaffe. Ah, es hat einige erwischt. Nicht alle. Weil irgendwie kriege ich alle nicht anvisiert. Oh, da ist der Schlüssel schon. Aber ich will da hinten auch aufräumen, weil da liegen ja auch noch... Ach du großer Gott. Ach, wait! Das sind einfach noch mehr Spezialwaffen. Ja, nice. Ah, da ist der Dings. Okay, ist hier noch irgendwas Cooles drin? Eine mit. So. Ah, nochmal Fischeier. Ja, nice. Nimm mit. So. Hallo, Wels. Yeah. Viel zu lange gebraucht. Aber egal. Yeah. Während der Darbietung einer jungen Dame beim Nachwuchsgesangswettbewerb beschädigte eine plötzliche Schockwelle den Veranstaltungsort. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ist das Pearl? Sieht aus wie Pearl, ne? Ein bisschen.
Okay. Das war's mit der ersten Folge. Splatoon 2. Ich habe gerade gelesen, was sie da unten sagt. Wir sehen uns im nächsten Part. Dann geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.